Hallo und herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge von den Sims. Und wir sind hier in Simhausen. Warte mal ganz kurz, was ist denn jetzt hier los? Also, willkommen zurück bei den Sims. Und bei Familie Sommer, es gibt einen neuen Mitbewohner, eine neue Mitbewohnerin, die Anissa Pauls ist zu uns gezogen. Die ist jetzt zusammen fest mit Beron zusammen, die schlafen da oben noch gemütlich. Es ist auch Sonntag, es ist 7.56 Uhr, da steht man halt auch eigentlich noch nicht auf. Doktor, nee, beide, ach, die sind ja beide schon wach. Okay, Doktor hat Hunger, das heißt, wir gucken mal ganz kurz in den Kühlschrank. Da ist auf jeden Fall noch eine Portion Eier und Toast und da ist auch noch eine Portion Thunfischauflauf. Jeweils 6 Stück noch übrig. Für Vegetarier geeignet. Steht hier nicht, wann das verfällt? Das steht gar nicht, wann das verfällt. Okay, pass auf, dann nimmt sie sich auf jeden Fall mal Reste. Das wollte ich eigentlich nur wissen, ob da was drin ist oder nicht. Dann nimmt sie sich mal Reste. Missy muss erstmal aufs Klo und dann muss ich... Oh, guck mal hier. Also kann erstmal aufs Klo gehen auf jeden Fall. Und dann ist das hier irgendwie kaputt. Oder hat da einfach nur jemand nicht aufgepasst? Hat scheinbar einfach nur jemand nicht aufgepasst. Dann kann sie das aufwischen. Und danach könnte sie sich auch nochmal Reste nehmen. Genau. So, wir müssen mal ganz kurz gucken, wie es ausschaut mit den Arbeits... Tätigkeiten heute. Aaron hat 18 Uhr hat er Dienst und Beron hat nicht Dienst. Muss erst am Dienstag wieder zur Arbeit. Sehr gut. Anissa hat ja keine Arbeit. Genau, die ist Künstlerin. Die malt. Das machen wir auch so weiter. Die soll erstmal freelancen hier ein bisschen malen, ein bisschen leveln, weil die hat irgendwie auch überhaupt keine Zeichenfähigkeiten, was auch immer geil ist, wenn die Leute irgendwie den Beruf haben und noch gar kein Skill. Was hatten die hier? Blindwütig, verflixt, Scheibenkleister, Potz 1000, wegen Merkmal unberechenbar. Blindwütig, wütend. Also sie ist einfach wütend, weil sie einfach unberechenbar ist. Ja, klingt logisch. So, Missy. Die ist eigentlich, aber sie sind ja noch Schüler hier, ne? Missy und Doktor sind noch Schüler. Die hat auch noch, warte mal, die hat auch noch, jetzt habe ich alles. Durchgeklickt. Was war das denn für ein Geräusch? Habe ich alles durchgeklickt, ich wollte aber eigentlich gucken, 4 Tage noch, okay, die ist auch noch eine Weile Schülerin. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. So, wir konnten die Quelle der Geräusche nicht auswendig machen. Scheint nicht so schlimm gewesen zu sein. So, also, dann 4 Tage, das wollte ich wissen. Ich wollte das wissen deswegen, weil ich wissen wollte, ob die ihre Hausaufgaben schon gemacht hat. Hausaufgaben hat sie schon gemacht, alles klar. Und Doktor hat auch ihre Hausaufgaben schon gemacht. Okay, das wollte ich wissen. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, sie hat heute den ganzen Tag zur Verfügung. Doktor, genau, Doktor. Was möchte Doktor denn machen? Doktor möchte Level 5 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreichen. 5-mal eine Rakete starten. Ja, dann macht sie erstmal hier Level 5 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Da kann sie ja mal etwas lesen. Nee, warte mal. Hat sie das zufällig noch dabei, das Buch? Nein. Dann kann sie ja erstmal lesen. Geschicklichkeit, Band 1. Nee, nochmal lesen, das hat sie schon. Lesen, Geschicklichkeit, sieht man das hier? Nee. Lesen, genau. Hier steht nochmal lesen und hier steht lesen, aber man sieht es erst, wenn man es auswählt. Okay. Und Missy könnte ja, warte mal, Missy kann doch oder möchte, hat doch einen Wunsch, sie möchte ein Videospiel oder eine App programmieren. Und ich glaube, sie hat das jetzt, sie ist gerade noch so aufgestiegen, dass sie das kann, nämlich eine Handy-App programmieren. Juhu, dann macht sie das doch mal direkt danach. So, die beiden hier oben, die müssen doch eigentlich auch inzwischen ausgeschlafen sein, oder? Beron.
Guck mal, es ist 9 Uhr. Ich weck die beiden mal, ja. Also aufstehen bitte und natürlich auch etwas essen. Nee, warte, erstmal pinkeln. Pinkeln. Und einmal Reste nehmen. Vielen Dank. Und sie ist von sich aus aufgestanden. Sie kann dann auch schon mal die Reste nehmen. Aber sie ist wütend. Da muss ich mal gucken, ob er das jetzt hier checkt oder ob er dann sagt, nö, da gehe ich nicht hin, weil da steht schon jemand am Kühlschrank. Was macht die denn da? Bella Grusel, bitteschön. Was machst du denn da? Gut, hat geklappt. Ist sich gerade so ausgegangen. Aaron schläft noch, aber das ist okay. Der soll ja mal ein bisschen länger schlafen, weil er so spät arbeitet. Der hat heute auch Dienst, genau. Der hat heute Dienst. Und der wollte 5 gute Bücher schreiben. Der hatte, glaube ich, eins angefangen gerade noch, ne? War das so? War das so? Schreiben? Buch verwerfen, guck hier. Linker Fuß, rechter Fuß, ja. Ich glaube, ein Ratgeber war das. Tantiemenbericht, ja, wunderbar. Alles super. 16.000 habe ich übrigens. Wie war das denn? Geschicklichkeit, also beziehungsweise die hier Dinge, ne? Doktor wollte eine Rakete starten oder verbessern. Was steht hier? Klicke auf eine Rakete und wähle Starten oder ein Upgrade. Das Raketenschiff muss vor dem Start komplett zusammengebaut sein, kann aber in der Kategorie Büro des Baumodus gekauft werden. Okay. Warte mal ganz kurz. Sie ist fertig mit Essen. Ihr geht es auch soweit ganz gut. Gut, sie ist immer noch wütend, aber da kann ich jetzt, glaube ich, nichts dran ändern. Deswegen würde ich sagen, soll sie einfach mal hier weitermachen. Fortsetzen. Und Beron räumt ab. Okay, Beron räumt ab. Das finde ich sehr gut. Und er muss. Schelmische Interaktion hat er schon gemacht. Level 4 der Verbrecherkarriere. Ach so, genau. Er ist ja jetzt erwachsen. Einen Sim zum Feind erklärt haben und bei 5 Kämpfen mitmachen. Kann er das mit demselben machen? Kann er hier? Guck mal hier. Wer ist das? Don Lotario. Don Lotario. Okay, der sieht auch kacke aus. Den nehme ich jetzt einfach mal. Warte mal, kann ich. Ah, da kann er nichts machen mit. Ah, okay, schade. Ja, komm, wir warten aber mal. Hier kommen immer viele Leute vorbei. Der soll mal da hingehen und gucken, wer kommt. Und so, und ja. Genau. So, jetzt ist es 10:40 Uhr. Jetzt wecke ich auch mal den Aaron. Der möchte noch 5 gute Bücher schreiben. Wie gesagt, eins hat er ja schon angefangen. Ich hoffe, dass das gut wird. Ich weiß es noch nicht, ob er so gut ist. Er soll sich auch mal die Reste nehmen. So, er ist hier. Kommt denn jetzt jemand? Er sucht jemanden zum Beleidigen. Guck mal da hinten. Da kommt jemand. Anissa Steffens. Die heißt auch Anissa, die darf nicht, die muss er jetzt beleidigen. Weil seine Freundin heißt auch Anissa, das darf nicht sein. Vor allem heißt die Pauls und die heißt Steffens. Das sind beides Vornamen, also das geht mal gar nicht. Das ist voll nachgemacht. So, jetzt haut's auch gleich ab. Ah ne, die bleibt stehen, alles klar. Gut. Ja, gib's ihr. So, guck mal, die findet mich auch schon. Was ist das? Weder Freund noch Feind. Naja, gut. Bam, bam, bam. Gemein. Andeuten, Mutter sei ein Lama. Machen wir doch gleich mal. Und hier über Outfit spotten. Und ich finde auch gut, nach Entbindungstermin fragen. Also es ist schelmisch, aber es ist mir egal. Das mache ich auf jeden Fall. Cubepa. Oh, Was hat die denn an? Okay. Nee, bitte bleib hier. Bitte bleib. Anissa, warte doch mal. Komm mal her. Gab es nicht irgendwas, wo man Geld gekriegt hat? Beleidigen. Konnte man nicht. Ja, bedrohen war das, genau. Bedrohen. Aber irgendwie geht das nicht. So gut ist er noch nicht im Bedrohen. Swish, Garza, Tomf. Grosch.
So, ich möchte sie zum Feind erklären und ich möchte mit ihr kämpfen. Das ist mein. Oh, guck mal. Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass es so schnell geht. Sie verabscheuen sich jetzt, das finde ich sehr gut. So, dann kann er vielleicht noch mal gucken, ob er bei ihr zum Feind erklären. Yubemi Zayaga? Hibau Chinosa. Balprosh Kiribu. Jetzt unterhalten sie sich ganz normal weiter. Das ist so geil. So, warte mal. Hier, guck mal, Aaron steht hier jetzt rum. Aaron wollte doch, der hat was gegessen. Mal einmal aufs Klo gehen und dann kann er hier mal sein Buch weiterschreiben. Weiterschreiben, linker Fuß, rechter Fuß. Okay, dann kann er nochmal mit ihr kämpfen. Wir kämpfen jetzt einfach fünfmal mit ihr. Wenn das geht, ist doch gut. Guck mal, sie steht da nur. Er macht die ganze Zeit rum. Ah, jetzt macht sie mit. Debawis, Varpasa Masplima. Und nochmal kämpfen, sehr gut. Von ihr aus jetzt, ne? So, warte mal. Die ist am Tippen, die ist am Lesen. Sie ist am Rumstehen. Na super, das ist sehr gut. Dann soll sie das erstmal verkaufen hier. Was war denn bei ihr? Sie möchte 3 Gemälde anfangen, wenn inspiriert. Okay, sie ist gerade inspiriert, sehr gut. Dann kann sie das erstmal an Sammler verkaufen. Und danach kann sie klassisches Gemälde, kleines klassisches Gemälde malen. Und damit hat sie 3-mal Dings und 5 Stunden malen. Okay, das heißt, sie muss jetzt einfach noch jede Menge malen. So, 5 Kämpfe, er hat schon 3 Kämpfe. Kann er nochmal? Er kann nochmal, ja, hallo. So, die ist am Tippen, der ist am Tippen, die ist am Lesen, die ist am Malen. Gut. Vielleicht muss ich bei so vielen Sims doch mal einschalten, dass die irgendwie selbstständig sind und was machen und einfach nicht nur rumstehen. Damit sie wenigstens irgendwie aufs Klo gehen oder so. So, und noch ein letztes Mal. Kämpfen. Gibbet Nardu, Wisib, Squamish Gorsai, Flap. So, bei 5 Kämpfen mitmachen. Sehr gut. Wunderbar. Und dann Level 4. Okay, das heißt, das ist alles in Ordnung. Da ist er schon ziemlich weit. Dann kann er eigentlich mal. Was kann er denn mal machen? Er kann vielleicht seine Schelmigkeit nochmal weiter treiben. Ich glaube, da braucht er nämlich Fähigkeiten für. Dann würde ich sagen, soll er einfach mal hier Schelmigkeit Band 2 lesen? Wie viel hat er denn? Welche Stufe hat er denn bei Schelmigkeit? 4, ja, das müsste gehen. Stufe 2, Buch 2 müsste gehen mit Stufe 4. Ja. Ja, ja, ja. So, und die ist noch am Malen. Sehr gut. Genau, ich guck mal ganz kurz in die Optionen rein. Spieloptionen. Grafik, Audio, Music, Gameplay, Selbstständigkeit aus, vollständig. Selbstständigkeit für Gewählten. Deaktiviert die Selbstständigkeit des gewählten Haushaltsmitgliedes, während andere Sims ihre Selbstständigkeit behalten. Bum, 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 bum. Aktiviert das herkömmliche Tortenmenü, in dem die Aktionen nach Typ statt nach kontextueller Relevanz gruppiert sind. Aha,
Launen anzeigen. Aktivierst du diese Option, werden Launen über dem Kopf des Sims in der linken unteren Bildschirmecke angezeigt. Das probiere ich mal aus. Und ich probiere das jetzt mal. Ich mache hier vollständig, aber ich mache die gewählte, also für den gewählten Sim mache ich das aus. Und dann gucken wir mal, wie das geht. Gucken wir mal, wie das geht. Weiter. Guck mal hier, er hat jetzt nämlich hier. Warte mal, das ist jetzt aber, weil sie fertig ist hier wieder, oder? Ich lasse das. Nee, das mach, das möchte ich nicht. Das, nee, 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 nee. Launenanzeigen aus. Baumodus-Elemente haben Auswirkungen auf das Spiel. Baumodus-Elemente, wenn aktiviert, wirken sich Artikel, Tabeten, ökologischen Wasser, ja, das ist okay. Herkömmliche soziale, das mache ich mal. Ich gucke mal, was das macht. Ob ich den Unterschied überhaupt merke oder nicht. Genau, so, sie hat das Gemälde weggemacht und jetzt hat sie ja noch, ich gucke erstmal, wie es ihr geht. Also alles gut eigentlich soweit. Jetzt hat sie ja noch den Wunsch, 5 Stunden zu malen. Das heißt, ich würde jetzt einfach nochmal ein klassisches Gemälde anfangen. Und zwar diesmal ein großes, weil da mält. Genau, da mält. Da malt sie hoffentlich etwas länger dran. So, die sind jetzt alle ein bisschen selbstständig. Das finde ich gut. Er liest, aber die beiden tippen noch. Genau, Doktor läuft hier so rum. Okay, was kann denn Doktor nochmal machen? Was hat die denn für Bedürfnisse? Level 5 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreichen. Achso, sie hat das Buch gerade fertig, oder was? Geschicklichkeit Band 2. Dann kann sie doch mal lesen. Geschicklichkeit Band 3. Habe ich nicht gekauft. Habe ich nicht gekauft. Bücher kaufen. Fähigkeiten. Wo ist das denn hier? Fähigkeit. Geschicklichkeit Band 3. Zack. Ja. Lesen. Geschicklichkeit Band 3. So. Genau, dann sind die nämlich beschäftigt. Achso, genau. Ich wollte mal gucken, wie ist das mit dieser Rakete? Was kostet die nochmal? Rakete. 5000 Steampunk-Flugobjekt. Komm, das kaufen wir uns. Wir haben 16.000. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Okay. Alles klar. Ah, das kann ich. Ja, okay. Ich kann es ja draußen hinstellen. Ich habe ja noch viel Platz im Garten. Vielleicht so in die letzte Ecke? Das ist jetzt nicht so der Wunsch, wie sowas. Wie so eine. Obwohl, warum denn eigentlich draußen? Warum denn nicht hier oben? Guck mal, wenn ich hier ein bisschen zusammenrücke. Passte das hier so rein? Das müsste eigentlich theoretisch hier so reinpassen. Ich guck mir das mal an. Also, wenn ich das jetzt hier so hinschiebe, ich meine, das lasse ich jetzt nicht so, keine Angst. Aber nur, dass ich gucke, wenn ich das so verschiebe, ob das dann hier hin... Das passt nicht hier hin, okay. Das heißt, ich müsste das wahrscheinlich... okay, vielleicht können wir ja das hier hin machen und das hier hin machen. Ich hoffe, dass man da noch überall drankommt und dann kann ich mal gucken, vielleicht, wenn ich die Liegen nochmal etwas enger zusammenschiebe. Guck. Das geht. Ich hoffe, dass ich das nachträglich noch verschieben kann. Ich probiere es jetzt einfach mal, indem ich es hier hinstelle. So, 5000. Bam. Und da würde ich aber auch sagen... warte mal, das kann man hier aber vielleicht doch noch ein bisschen weiter rausholen wieder. Vielleicht so. Dann sieht das doch noch ein bisschen schicker aus, oder? Ja. Okay, sie liest. Was ist denn mit ihr, die programmiert? Was hat die eigentlich hier... Versprochen, wegen Austausch und Freundschaftsring. Ah ja, genau, die hatte sich ja dem Typi da versprochen. Level 3 der Malereifähigkeit erreicht. Sehr gut. Lass mich mal die ganzen Bedürfnisse erstmal kurz durchgucken. Nicht, dass sich das da was entwickelt hat, was ich verpasst habe. Nö, das passt alles noch einigermaßen. Genau, sie programmiert, das finde ich sehr gut. Sie liest allerdings Raketenschiff besitzen. Das ist schon mal... Punkt 1, geil. Hat sie schon mal erledigt. Level 5 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreichen.
Da geht gerade nichts weiter, ne? Komm, wir packen das mal weg. Soll sich mal hiermit beschäftigen. Bauen. Kostet nochmal 1000. Ja klar, warum nicht? Ich hab's doch. Gut, wir sind auch viele Erwachsene jetzt, die Geld verdienen, ne? Muss man dazu sagen. Es sind jetzt drei. Waren die ganze Zeit einer. Jetzt wird das ein bisschen anders sein mit dem Geld, denke ich. Auch das Malen dürfte eigentlich relativ viel bringen. Wow, okay. War das eine gute Idee, das hier oben auf dem Dach zu machen? Ich weiß es nicht. Sie hat auf jeden Fall die Raumfahrttechnikfähigkeit erworben. Ah ja, das ist also eine Fähigkeit, ganz normale Fähigkeit in Sims, ist klar. Kennt jeder von uns. Und wie steht es so um deine Raumfahrtskills? Oh, geht so, ein bisschen eingerostet. Okay, ist sie? Die ist noch am Malen. Alles klar, die ist am Programmieren und er ist noch am Schreiben. Wie sieht es denn aus mit Schreiben? Oh, okay, dauert noch ein bisschen. Programmieren. Oh, dauert noch länger. Malen. Sie ist fertig mit Malen. Alles klar, warte mal. Dann, also soll sie auf jeden Fall erstmal verkaufen. Das macht, gibt auch Geld. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Können die dann auch später irgendwie benennen? Hat sie da eigentlich Spaß dran? Ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal mit ihr aufs Klo. Und dann mal ganz kurz gucken, wie viele Stunden hat sie jetzt? 4 von 5. Ja gut, dann malt sie nochmal ein großes, würde ich sagen. Vielleicht mal ein Pop-Art-Gemälde. Auch ein großes, ja. Alles verkaufen. Ich könnte die auch alle aufhängen, aber das dauert ja auch eine ganze Weile, ne? 5-mal eine Rakete starten oder verbessern. Okay, ich weiß nicht, ob das klappt. Er ist benommen, vermöbelt wegen Kampf. Naja gut, aber dafür hat er die ganzen Dinge schon innerhalb von wenigen Stunden gemacht. Er hört bei Hip-Hop übrigens zu. Kann er das auch machen, zuhören? Nee. Vielleicht soll er mal, wenn er fertig ist mit dem Buch, hier mal intensiv zuhören. Weil sonst kriegt er wieder seinen Mangel. Sie bräuchte auch dringend Spaß. Aber es ist 16 Uhr. Die kann vielleicht noch eins. Warte. Es ist 16 Uhr. Das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank. Dankeschön. In 2 Stunden muss der bei der Arbeit sein. Dann soll er mal gucken. Was brauchen wir denn sozial? Braucht er auf jeden Fall. Braucht noch jemand sozial? Können wir vielleicht einfach ein bisschen reden oder so? Ja, sie hier am ehesten. Guck mal. Dann. Oh. Was für eine Errungenschaft. Aaron hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in seinem Inventar abgelegt, damit er es jederzeit lesen kann. Aaron kann es da auch veröffentlichen. Klicke einfach auf den Briefkasten. Okay, das machen wir gleich. Aber dann soll sie hier mal aufhören. Und soll mal mit ihm ein bisschen plaudern einfach. Komm, ein bisschen freundlich. Hier, Komplimente über Outfit machen. Bewunderung ausdrücken. Vielleicht mal einen Witz erzählen über Pinguine. Damit der Sozialbalken ein bisschen hochgeht. In Foren provozieren macht er jetzt automatisch. Lass ich ihn auch einfach mal machen, ehrlich gesagt. Wenn er sich das ausgesucht hat. Ihr Telefon klingelt. Verdammt. Der kann gleich vorbeikommen, der Ben. Ich möchte nur hier gerade nochmal ein bisschen sozial Dingens, ne? Fähigkeit 2 der Raumfahrttechnikfähigkeit erreicht. So. Genau, was macht sie jetzt? Mit Beron plaudern.
Also, sie braucht auf jeden Fall Spaß. Oh, wow. Cool. Hat sie das erreicht jetzt mit den 5 Stunden? Ja, hat sie. Guck mal, dann hat sie ein neues Level. Herausragende Malerin. Level 4 der Malerfähigkeit erreichen. 3 Gemälde an Sammler oder Kunstgalerie verkaufen. 5 emotionale Gemälde fertigstellen. Okay. Gut, ich lasse das erstmal da. Sie sollen, kann ruhig ein bisschen quatschen. Ich würde aber sagen, warte mal, oh Gott, jetzt kommt die Selbstständigkeit zum Tragen. Ich lasse das aber trotzdem jetzt gerade. Mann, sie sollen mal einen Kanal schauen, und zwar einen Comedy-Kanal. Und er soll mitschauen. Aktuellen Kanal schauen. Wir sollen einfach mal zusammen ein bisschen Fernsehen gucken, würde ich sagen. Sie ist noch am Raketengedöns basteln. Sie soll aber mal kurz Pause machen und soll hier sich Reste nehmen und dann soll sie hier duschen und dann soll sie weitermachen, Bau fortsetzen. Scheint ihr auch Spaß zu machen, das ist gut. Die hat sich was zu essen genommen, selbstständig, das finde ich gut. Sie braucht aber auch Spaß. Aaron ist übrigens schon zur Arbeit gegangen. Das habe ich so gar nicht mitbekommen. Das ist interessant. Ich wollte eigentlich noch das Buch veröffentlichen. Aber okay. So ist das halt mit der Selbstständigkeit. sie soll mal hier dann Spiel spielen. Die Zuflucht. Kann er sich nicht setzen hier? Thunfisch auf Qualität ausgezeichnet. Was ist das? Schelmigkeit Band 2. Tun wir mal bitte zurück, ne? Level 3, der Comedy-Fähigkeit erreicht. Wahrscheinlich hat er einen Witz erzählt. Oder wegen dem Comedy-Kanal. Das kann auch sein. Warum? Achso, sie hat das jetzt direkt abgebrochen. Die Aktion? Naja, gut, okay. Gut, die quatschen und gucken. Sie ist am Essen. Achso, genau. Sie geht danach duschen und baut dann weiter. Das ist okay. Was macht er? Er holt sich ein Glas Wasser. Warum? Das ist ein bisschen blöd, weil ich habe ihm ja gesagt, was er machen soll. Und er hat es abgebrochen, ne? Ich glaube, ich schalte das wieder aus. Das ist mir nix. Waga Fruge. Warba Quest. Tribal Dormf. Awavine. Polino. Essenoi. Spaß ist bei ihr fast voll. Dann würde ich sagen, soll sie das verkaufen. Und dann soll sie nochmal ein neues Gemälde malen. Und bei ihm, Spaß ist auch voll. Blase, Mr. Meyer. Gut, er hat auch Wasser getrunken. Und Hunger, Hygiene, lalala. Ja, komm, dann sollte er sich auch mal Reste nehmen. So, und sie kann dann bitte noch ein Pop-Art-Gemälde malen. Und zwar ein großes. Oder kann man auch malen üben? Warte. Ach, verdammt. Ja, egal. So gibt es wenigstens Kohle. So, und bei ihr? Doch, das dauert ewig mit der Rakete, ne? Aber sie ist sehr glücklich. Sehr glücklich, sehr glücklich, sehr gut. Jetzt ist sie nur noch glücklich, okay. Die ist noch am Zocken. Okay, das ist voll. Dann soll sie mal aufhören damit. Soll mal aufs Klo gehen. Und duschen gehen.
Und vielleicht kann sie dann den Typi nochmal anrufen, dass er vorbeikommt. Warte mal, das mache ich am besten hier. Der liebe Ben. Jawohl. Ach so, warum ist der nicht... Warum kann ich den nicht... Warum kann er nicht herkommen? Oder ist der schon hier irgendwo? Hä? Warum ist der... Wo ist der? Wo ist der Ben? Ben, wo bist du? Hä? So, Ben Rot wird gleich da sein. Okay, da kommt der schon. Nein. Da kommt er schon. Okay, er ist fertig mit Essen. Er könnte dann einfach Geschicklichkeitsbuch weiterlesen, oder? Bücher kaufen. Nicht Geschicklichkeit, Schämigkeit. Nicht Bücher kaufen. Was mache ich denn? Lesen. Schämigkeit, Band 2. Nein. Lesen. Schämigkeit, Band 3. So. Genau, und sie soll mal ihn begrüßen. Romantik. Halsküssen. Huch. Guck mal, die hat jetzt auch Hunger. Dann soll sie das auf jeden Fall nochmal verkaufen. Oh, das geht's auch schnell, ne? Die macht hier Kohle ohne Ende. Und soll auch mal... was haben wir denn jetzt noch hier drin? Okay, das können wir... Wie viel haben wir hier noch von? 4 übrig. Ja, komm, dann kann sie doch mal Reste nehmen. Ich weiß nicht, was ich da klicken muss. Deswegen klicke ich hier Reste nehmen. Erklär mal die ewige Liebe. Wir könnten hier auch mal Folgendes machen. Bei ihr. Könnten mal, ist das eigentlich, sind die noch gleich groß, die Zimmer? Ja, ne? Dann könnten wir doch eigentlich bei ihr auch nochmal so ein Doppelbett reinstellen, aus Gründen. Mal ganz kurz gucken, wenn ich dieses Regal hier hinstelle und den Schreibtisch hier hinten so hin. Und das hier irgendwie, keine Ahnung. Ich häng das mal kurz hier draußen im Flur. Ja, das mache ich, wenn ich es schaffe. So, genau. Und dieses Bett verkaufen wir. Und dann kaufen wir dieses Bett, das Scheunisch. Mit ein bisschen Platz zum Rand. Genau. Und wenn wir das jetzt hier nochmal in der Farbe anpassen, zum Beispiel... Ich mach mal das hier. Oder hat das schon jemand? Ne, hat noch keiner. Der war dasselbe Bett, aber in unterschiedlichen Ausführungen. Genau, und dann müsste ich doch eigentlich das hier wieder reinhängen können, oder? Vielleicht hier, genau, hier an die Wand. Schauen wir mal. Die hier noch... Dann müsste mal vorbeikommen eigentlich. So. Dann kann sie nochmal, genau, also einmal hier zuweisen, ne? Linke Seite oder rechte Seite des Bettes zuweisen an Missy Sommer. Und einladen, über Nacht zu bleiben. Und Balco.
Dann machen wir mal rumschmusen. Dann gucken wir mal, wo die jetzt hingehen. Natürlich wieder zum Vater ins Bett. Alles klar. Warum kaufe ich eigentlich die ganzen Doppelbetten? Level 3 der Raumfahrttechnikfähigkeit erreicht. Okay, warte mal. Anissa ist übrigens fertig mit Essen. Sie kann das mal wegtun und dann würde ich sagen, vielleicht kann er doch mal hier auch ein bisschen, komm, ein bisschen Romantik, ne? Heiratsantrag. Ja, mach mal vielleicht. Wir erklären auch erstmal ewige Liebe. Wo bringt er das Buch jetzt hin? Wie geht's eigentlich, Doktor? Okay, Doktor muss auf jeden Fall erstmal aufhören. Die muss jetzt hier mal aufhören. Oh, die ist erst halb fertig, ne? Uiuiuiui. Und die braucht noch ein bisschen sozial. Deswegen würde ich sagen, soll sie einfach mal noch ein bisschen Kontakte knüpfen und zwar ein bisschen chatten. Chat. Sansei. Sansei Steve. Yala Nib. Bande, one in bleep. Khalifa Fipid. Oh, sheer shahabari. Gorsoy. Ich mache mal einen Heiratsantrag. Nisoda. Oh. Mood. Lempton Yunabi. I'm four. Yibs. Yibs. Oh. Hey, Lurvy Baobo. Gunabutta. Woonie Bonnet. Weezock. Verlobt. Wunderbar. Oh. Gut. Dann geh doch mal vielleicht hier oben hin. Techtelmechtel mit Anissa. Ach komm, machen gleich ein Baby. Oder wir probieren es. Es dauert ja eh ein bisschen, bis das klappt meistens. Sie müsste mal aufstehen hier. Und müsste mal ihn wecken. Aufwecken. Weil das ist nicht ihr Bett. Das könnte Ärger geben. Sie müsste dann hier schlafen. Es ist auch schon 23 Uhr. Genau, was ist mit ihr? Spaß, sozial, boah, das ist nicht so ganz so gut, ne? Unter dem Harry Potter Poster noch. Ich meine natürlich, wie hieß das? Anders. Was macht sie jetzt noch? Ah. Duschen. Und dann aber auch. Ja, gut, vielleicht mal aufs Klo gehen. Und dann aber auch schlafen. Auch wenn die Energie jetzt noch nicht ganz verbraucht ist. Bei ihr ist es ein bisschen blöd. Jetzt mit nur. Ich muss jetzt auch schlafen. Verdammt, ich habe die ins falsche Bett geschickt. Verdammt. bitte nochmal aufstehen und hier rüber gehen zum Schlafen. Beziehungsweise ihn auch nochmal aufwecken. Hallo? Aufwecken. Da kann sie auch in der Zeit nochmal kurz Big Block spielen. Halbes Stündchen geht noch. Komm. Entschuldigung, das ist mir äußerst peinlich, aber ich habe mich im Bett geirrt. Du müsstest leider mit rüberkommen. So. Dann ist dein Bett frei. Doktor. Und du kannst ins Bett gehen. Sozial ist es ein bisschen niedrig, aber naja, das ist ja morgens ja Schule, da trifft man ja die Freunde wieder und so. Und bei ihr sieht man da schon was? Gutes Techtelmechtel, dekoriert, tolles Gefühl wegen erfüllter Bedürfnisse, okay. Fantastisches Essen, verlobt. Künstlerischer Ausdruck. Ausgefallene Seife.
Die freut sich einfach über alles, würde ich sagen. Gut, dann sind die da am Knacken. Die unten sind auch alle am Knacken. Außer Beron? Hä? Warum schläft der nicht offiziell? Okay, jetzt. Okay, jetzt. Was war das? Das war seltsam. Und da kommt auch Aaron nach Hause. Wunderbar. 2233 Simoleons hat er verdient. Und er verkauft jetzt auch noch sein motivierendes Buch Linker Fuß, Rechter Fuß. Eine motivierende Anleitung für das tägliche Aufstehen. Genau, da muss er nochmal aufs Klo. Aufs Klo muss er nochmal. Spaß braucht er theoretisch auch nochmal ein bisschen. Ja, dann soll er auch nochmal schnell hier ein bisschen Big Block spielen. Ansonsten Hygiene. Komm, er soll erstmal ein bisschen schnell machen und dann ein bisschen spielen. Und dann gucken wir mal, wie die Hygiene ist, wenn der Spaß weit oben ist. Ja, komm, das reicht. Okay, Mist. Reparieren. Und dann, ja komm, dann geht er ins Bett hier. Er muss, glaube ich, immer aufwecken, ne? Weil ich weiß nicht, ob die zusammen in einem Bett schlafen. Aber auf jeden Fall ist das nicht sein Bett, deswegen. Ich hoffe, dass er zu seiner... Ach, das kann natürlich sein, dass er da jetzt nicht durchkommt. Warte. Wir hängen das doch mal woanders hin. Wir hängen das mal... Kann ich das nicht... Das Fenster so... platzieren und dann den... Ja, guck mal, das geht doch, oder? Müsste eigentlich... Hoffentlich kommt man dann alles dran. Schauen wir mal. Gucken wir jetzt erstmal, ob er ins Bett geht. Genau. Dann haben wir den Tag auch schon wieder rumgebracht. Schon wieder ist gut. Ist ein bisschen mehr geworden als eine halbe Stunde. So, er will nicht schlafen, weil da jemand drin lag, aber der liegt ja jetzt nicht mehr drin. Also kannst du jetzt... Was macht er jetzt noch? Er wischt auf. Okay. Oder was macht er? Keine Ahnung. Er wischt auf. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.